Herzlich willkommen, ich bin's Laser und heute packen wir ein Paket aus, was ich von dem lieben Boris zugeschickt bekommen habe. Ja, der hat mir hier was fertig gemacht und wir werden mal reingucken, was da ganz Tolles drin ist. Ich brauche mal kurz mein Messer. An dieser Stelle muss ich mich erstmal bei Boris bedanken, da er hier den Versand auf sich genommen hat und das Paket doch, alter Schwede, sehr schwer ist. Das tut mir natürlich jetzt ein bisschen leid im Nachhinein. Also hätte ich gewusst, dass es so krass schwer wird, hätte ich gesagt, hier Boris, sag was. Oder, ne? Also da müssen wir beim nächsten Mal anders machen, okay? Weil das ist wirklich, alter Schwede, das ist wirklich sauschwer. Ja, was kommt uns hier schon entgegen? Ein Freilauflager. sehr gut, weil Freilauflager, ihr wisst selber, jeder, der Nitro hat, Freilauflager, die rasseln sehr schnell weg. Aber ich glaube, das sollte da gar nicht sein. Ich glaube, das ist hier durch die Lücke gerutscht. Sehr gut verpackt, sehr gut verklebt, muss ich sagen. Also top. So, wir machen das Ganze auf und... Super, da haben wir gleich noch das zweite Freilauflager. Wie wir sehen, sind die hier rumgedüst während des Versands. Da wissen wir auch gleich, wie DHL liefert. Es sind zwei unterschiedliche, glaube ich. Ja, es sieht so aus, als wäre das eine dicker, aber es ist nur eine optische Täuschung. Sind beide gleich. So, wir gucken mal. Was haben wir hier? Aha. Gleich aus dem Gebiet eine schöne Zeitschrift. RC Freizeit, Zeitung für Modellbau. Das ist ja cool. Das ist ja stark. Sowas gibt es bei uns gar nicht. 1,50 Monatszeitung. Aha, okay. Vom 6. November 2015. Das ist ja mal cool. Das ist ja mal eine starke Nummer. Sowas gibt es bei uns gar nicht. Die werde ich mir schön gemütlich angucken. Oh, war nicht. Da haben wir hier gleich noch ein Exemplar. Und zwar aus dem 8. Januar. Geil. Ah, von 2016 sogar aktuell. Das ist ja stark. Boah, das ist ein schöner Stoff. Den werde ich mir mal reinziehen. Das nenne ich mal eine Zeitung. Die kann man sich geben. Ne? Im Gegensatz zu Bild. So, dann haben wir hier. Ah, okay. Die Q500 Plus. Das ist ja mal richtig stark. Ich interessiere mich ja so ein bisschen für UNEC. Und das ist nochmal eine starke Sache. Hier steht alles schön aufgelistet drinne. Werde ich mir mal reinziehen. So, dann geht's weiter. Ein bisschen Verpackungsmaterial. Und wie ich schon sehe, Boris, du verrückter Hund, hat er mir hier einen Milka-Schokoladen-Weihnachtsmann reingetan. Ja, sehr stark. Ich bin gerade ja so auf Diät und esse eigentlich gar nicht so krass Schokolade. Aber danke. Dann haben wir hier noch einen von Smarties. Da sind... Ich habe mich schon gewundert, was so rasselt. Ne? Ja, cool. Danke. Das Ganze hört nicht auf. Hier haben wir auch noch was. Und zwar, frohe Weihnachten, so eine Kugel. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das gibt es bei uns gar nicht. Und wenn, habe ich das nie gesehen. Die sehen aber lecker aus, mit einer schönen Füllung. Mm. Werde ich dir im Teamspeak berichten. Dann haben wir von Revell einen Katalog. Ja, ich finde, Revell ist so, also ich muss sagen, Revell arbeitet ja unter Hobbyco. Genauso wie Axial, Arma, ne? Und ich finde die Revell-Produkte eigentlich ziemlich gut. Also die Copter finde ich ganz gut, weil die wirklich sehr gut funktionieren. Und ich habe ja den kleinen und auch den etwas größeren und die funktionieren einwandfrei. Und hier sehen wir mal die ganzen verschiedenen Quadrocopter-Typen. Das ist sehr stark. Jetzt haben sie auch hier mit Kamera. Aber ansonsten kennt man Revell ja eigentlich nur als Aufbaumodelle zum Hinstellen. So, weiter geht's. Ja, er hat mir hier ein bisschen was reingetan. Und zwar handelt es sich hier um ein EB4 von Thunder Tiger. Nicht mehr ganz vollständig. Den werden wir selber wieder zusammenbauen. Aber er hat mir hier alles Mögliche eingepackt und finde ich sehr stark. Und den werden wir wieder neu aufbauen. Und das ist jetzt das Tolle, ich werde ihn, wenn er fertig ist, eventuell an euch sogar verlosen. Ne? Hier hinten haben wir in der Ecke sogar noch ein Freilauflager. Geil, Freilauflager liebe ich ja. Ich habe ja mal ein Tippvideo gegeben, wenn die Freilauflager, also sprich die, wie heißen die, Rillenkugellager oder so, es gibt da so einen bestimmten Namen für, wenn die defekt sind, wie man die austreiben kann,
Und dann kann man diese Nadellager, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das ist ja nicht Freilauflager, man sagt ja Nadellager, kann man das austreiben und dann kann man diese Lager hier, dieses, das Silberne, kann man günstig, wirklich sehr günstig nachkaufen und wieder neu eintreiben mit einem Schraubstock. Und dann hat man eigentlich wieder funktionierende Freilauflager. Wir gucken jetzt erstmal, hier haben wir eine Achse. Ja, und wie er schon sagte, tipptopp in Zustand. Wirklich, sieht wirklich super aus. Ich muss mal gucken, wo ich die hinstelle. So, verpackt wirklich super. Also gegen die Verpackung habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Dann hat er hier eine kleine Dose mit Schrauben, Kugellagern etc. reingetan, die wohl noch zum Wagen dazugehören etc. Sehr klasse. Dann haben wir hier in das eingepackt, das merke ich schon am Gewicht. Deswegen war wohl das ganze Paket auch ein bisschen schwerer an dieser Stelle. Hier haben wir wohl, wo ist mein Messer? Hier haben wir, muss ich vorsichtig sein, den Nitro-Motor drin, der passend zu dem Auto ist. Und ich finde, der sieht wirklich super aus. Und das ist so gesehen mein erster, ist mein erster Thunder Tiger Motor. Und der sieht wirklich echt astrein aus. Hat hier so leicht einen Kratzer, aber das hat er mir alles erzählt, ist alles kein Ding. Macht einen guten Schuh, muss ich sagen. Es sieht echt aus wie neu, ohne Witz. Sieht echt aus wie neu, die Glocke. Guckt euch den Zustand an. Das ist absolut neuwertig. Wirklich toll. Ein schöner 21er Thunder Tiger Motor. Sieht wirklich gut aus. Hier Vergaser auch mit Feder, wie es zum Beispiel Kyosho macht, damit der Vergaser hier auch wieder zurückgezogen wird. Seht ihr das? Der wird hier wieder zurückgezogen. Das Ganze ist ein bisschen kalt, deswegen ist alles ein bisschen frostig hier. Ich kann hier in die Laufbuchse reingucken und die sieht tipptopp aus. Ja, die sieht wirklich gut aus. Seilzugstarter hat er mir erzählt, ist kein Problem, werde ich besorgen. Und dann machen wir den wieder fit. Leute, wir machen den wieder fit. Das wird mein erster Thunder Tiger Wagen. Da bin ich echt mal gespannt. Dann Tank. Ich weiß nicht, ob es der richtige ist. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Aber sieht tipptopp aus. Dann haben wir hier noch zwei weitere Tanks. Ob die jetzt zu dem Auto gehören, weiß ich nicht. Aber es sind beide die gleichen. Und dann haben wir hier sogar noch einen. Könnte auch einer sein. Weil von der Form her sieht er nämlich genauso aus. Hat nur nicht diesen Bügel hier. Ne? Vielleicht ein etwas älteres Modell. Auf jeden Fall Tank mit dabei. Sehr geil. Dann haben wir hier auch noch extra eingepackt von ihm, damit nichts zerkratzt. Das Reso zu dem Motor. Schönes Ding. Sieht absolut in Ordnung aus. Auch noch kratzfrei. Ihr seht das hier überall. Feuchtigkeit, seht ihr das, weil das arschkalt draußen. Ich habe das Paket gleich empfangen genommen und habe gleich das Video angefangen zu drehen. Und ihr seht, hier ist überall die Kälte noch auf den Teilen. So, dann haben wir hier. Okay, ich glaube, ich habe. Jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu. Wir haben zwei Resus. Ich muss unbedingt nochmal mit Boris sprechen. Ich habe nämlich keinen Plan gerade, wenn ich ehrlich bin. Sehen beide tipptopp aus, muss ich sagen. Also wirklich guter, gepflegter Zustand. Sehr schön. Wie gesagt, die Sachen sind nicht selber von ihm, so wie ich das mitgekriegt habe, sind die Sachen selber, die hat er selber zugeschickt gekriegt. Und ja, ich will jetzt hier keinen schlechten Eindruck machen, aber ich finde die Sachen wirklich astrein. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Wir sehen hier zwei Veränderungen bei den Resos, einmal hier den seitlichen und einmal hier den oberen. Ja, aber sehen beide trotzdem astrein aus. Also ich bin begeistert, ey. So sehen meine Resus nicht mal aus. So, dann kommen wir hier zur Vorderachse. Die haben wir hier. Und das sieht schon echt cool aus. Also ich habe mir den Wagen ja selber mal angeguckt. Und ich muss sagen, das sieht ganz anders aus. Also das, ich weiß nicht, macht wirklich einen schicken Schuh. Hier auch die Aufhängung habe ich in dem Sinne, glaube ich, noch nie so gesehen. Mit dieser Kugelaufhängung. Sieht wirklich interessant aus. Auch allgemein so Thunder Tiger mäßig so. Ja, sieht wirklich sehr toll aus. Eine komplette Vorderlenkung, also eine komplette Vorderachse. Zack, 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 zack. Schön leichtgängig, muss ich sagen. Schöne Alu-Teile, schöne Farbe. Ist mal was anderes. Ist mal nicht immer so standardmäßig grau, sondern rosa, lila. Schöne Lenkung, dreht sich leicht. Schöner Antrieb.
läuft sehr gut, muss ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall die vordere. So, dann haben wir, zu dem Paket kommen wir gleich, dann haben wir hier einmal noch Anleitung, und zwar zu dem Motortyp. Das ist sehr gut, weil dann weiß ich, welchen Seilzug ich brauche. Ich brauche ja nur den Seilzug. Die Stange haben wir, glaube ich, die Stange ist da. Ich glaube nicht, dass man hier noch eine extra Stange braucht, weil wir sehen hier drei verschiedene Arten gerade. Und ich glaube, ich habe den hier, den unteren, weil die Stange anders aussieht und hier auch. Wir haben dieses Modell und ich brauche also den 21er hier, 9475 Pro. Den Seilzugstarter brauche ich für 21 BXR. Ja, okay. Finde ich gut, sehr geil. Danke, Boris, für dieses Papierchen. Ja, hier ist auch nochmal die Instruction für die Einlaufphase etc. Wie man den Motor einstellt, finde ich sehr gut, weil ich habe keine Ahnung von Thunder Tiger. Und vielleicht werden die Motoren ja auch komplett anders eingestellt. Aber das sieht mir hier vertraulich aus. Dann haben wir noch was von Thunder Tiger. Und zwar ist das, mal kurz reingucken, die komplette BEC-Anleitung. Und nochmal eine Anleitung, wie man das Auto startet für den ersten Start. Hier nochmal schön auf Japanisch, wie man ihn einstellt. So, dann hier auch sehr schön eingepackt. Packen wir auch mal aus. Und wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer? Wo ist mein Messer, Messer, Messer? Jo, sehr schön. Auch in der gleichen Farbe. Hervorragend. Das sieht doch aus, Leute. Das sieht doch einfach einwandfrei aus, oder? Wirklich sehr schönes Aussehen. Und ich sehe keinen Kratzer. Also, ja gut, hier so leichte Kratzer. Aber ganz ehrlich, das ist neu. Ne? Brauchen wir uns nichts vormachen. Schöne Bodenplatte. Wirklich hübsch. Hier mit dem Thunder Tiger Logo drauf. Und wir sehen, die sind abgeflacht. Also hier ist nichts irgendwie hochkant. Sondern Thunder Tiger lässt sich das wohl so, dass der Sand und Dreck auch wieder rausfliegen kann. Und dann haben wir hier aber noch eine. Das wundert mich ein bisschen. Ah, okay. Hier haben wir die benutzte Variante, die auch noch von vorne aussieht wie neu. Also zumindest, man sieht natürlich hier, dass hier was drauf war. Aber kann man machen. Auf jeden Fall ist hier eine Nigelnagelneu mit bei. Krass. Nigelnagelneu. Wahnsinn, ey. Boris, du bist verrückt, ey. Krass, ey. Auch wieder sehr geil verpackt, muss ich sagen. Top. So, jetzt kommen wir zu dem Paket hier unten. Ich bin immer vorsichtig mit dem Messer. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Ich werde mal den großen Karton wegpacken. Gucken wir uns mal hier das kleine Päckchen an. Aber bevor wir uns das Päckchen angucken, wo sehr viel Kram noch drin ist, möchte ich einmal kurz euch anhand der Bodenplatte das Auto demonstrieren. Wir haben hier also die Hinterachse, die hier drauf kommt. Wie gesagt, das Auto, das ich von ihm abgekauft habe, ist nicht komplett. Das wusste ich aber auch von Anfang an. Ich habe gesagt, ich möchte den dann wieder aufbauen. Und das werden wir machen. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich versuche das mal ein bisschen so zu demonstrieren. Die Anleitung hat er mich gefragt. Wollte er mir sogar mit dazu geben, aber ich habe gesagt, ich werde sie mir aus dem Internet besorgen. Nicht zu viel Arbeit, bitte. Ne? Weil das ist schon hier Aufwand genug, finde ich. Den Tank, der wird wohl natürlich so rum hier reinkommen. Und zwar genau an die Stelle. Weil die Aussparung meistens dafür da ist, dass hier das Mitteldifferential ist. Dann haben wir hier das Reso, das an in diese Stelle kommen wird. Dann den schönen Thunder Tiger Motor, der wirklich, also ich finde die wirklich hübsch. Wirklich tolles Design. Macht einen vernünftigen Schuh. Glocke sieht wirklich super aus, Schwungrad auch. Und wenn ich ihn drehe, ah, nur. Ja, der hat auf jeden Fall ordentlich Kompression, also wenn er nicht sogar neu ist, keine Ahnung. Der sitzt hier perfekt drinne. Ja, so sieht das erstmal aus. Und ich finde, das sieht auch wirklich sehr gut aus. Ich bin sehr erfreut. Wir müssen natürlich noch einiges besorgen und das tun wir auch. Wir gucken uns jetzt mal das Kästchen an, was da noch drin ist.
So, jetzt kommen wir zu dem mittleren Paket. Mir ist eben gerade noch was aufgefallen. Wir haben ja hier eine gebrauchte Bodenplatte und zwei Resos. Das eine sieht gebraucht aus. Das ist wohl das hier. Das gehört wohl zu dem Auto. Und das etwas neuere gehört auch zu dem neueren Chassis. So sieht das nämlich alles ganz für mich aus. Und da muss ich herzlichen Dank an Boris sagen, dass er mir das hier ermöglicht, ein Thunder Tiger aufzubauen. So, kommen wir jetzt zu dem Mittelpaket. Und zwar haben wir hier einmal, okay, grünen Spritschlauch, tipptopp, echt klasse, weil mir ist der sowieso ausgegangen. Und für den Aufbau für das Auto wird das bestimmt ein geiler Kontrast, sage ich nur. Also jetzt mal ohne Witz, wie geil ist der Kontrast bitte? Sehr geil, danke. Dann haben wir hier Kupplungssachen drin, und zwar Mitteldiff, wie es aussieht. Dann verschiedene Dämpfer, verschiedene Kupplungsbacken, ein Schwungrad, aber die Bremsbacken fürs Mitteldiff sehen ja mal Hammer aus. Die muss ich euch mal kurz zeigen. Wenn das die Fisch, es müssen die Mitteldiff, ja, die sind hier gearbeitet mit engen Verbundstoff und innen drin ist sogar noch Alu, ey. Also wenn das die Mitteldiff-Bremsbelege sind, guckt euch das mal an. Das habe ich ja noch nie so in so einer Quali gesehen. Sonst sind die immer aus Metall oder aus irgendeinem Verbundstoff. Ja, eine kleine Tüte. Dann eine Tüte mit niegelnagelneuen Werkzeug. Und zwar richtig stark. Von Thunder Tiger sogar. Das ist ja cool, ey. Da freue ich mich ja gerade richtig drüber. Ihr wisst, ich bin so ein kleiner Werkzeug-Nerd. Aber über das Päckchen hier freue ich mich gerade richtig tierisch. Und zwar, ich packe das auch aus. Das ist ja stark. Und zwar haben wir hier einen Schlüssel. Ich weiß nicht, wofür der ist. Das wird bestimmt noch aufgeklärt. Aber hier, ach, der ist auch nochmal eingepackt extra. Haben wir von Thunder Tiger meinen ersten Glühkerzen-Radschlüssel, whatever. Und ja, der sieht ja richtig stark aus. Am liebsten will ich den eingepackt lassen, aber den werde ich auch behalten. Der sieht ja mal richtig cool aus. Hier mit dem Thunder Tiger Logo drauf, richtig stark. Und hier sehen wir auch den Radschlüssel. Dann haben wir hier für die Glühkerzen, habe ich Zündkerzenschlüssel gesagt? Ich weiß gerade nicht. So wie es aussieht, ist das ein Gussteil, aber hier innen drin nochmal extra bearbeitet. Also es sieht wirklich ordentlich aus. Also wirklich tipptopp. Dann sehen wir hier, das ist wirklich cool gemacht. Das sehe ich zum ersten Mal in einem Glühkerzenschlüssel. Wir haben hier innen drin so ein Stück Spritschlauch und der fest um die Glühkerze. Und dann beim Rausziehen bleibt die Glühkerze in diesem Gummi hängen. Anstatt das mit so zwei Federn zu machen, die irgendwann ausleihen, ist hier so ein Schlauch drin. Und den kann man bestimmt dann auch austauschen. Ist natürlich eine coole Nummer, muss ich mal sagen. Ey, auch hier der Schlüssel, 17 mm steht innen drin. Ja, geil. Cooler Schlüssel. Über den freue ich mich. Schönes Werkzeug. So, weiter geht's. Ah, hier haben wir das Mitteldiff. Okay, also doch nicht die Backen. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Hier haben wir ein komplettes Mitteldiff. Und hier haben wir diese Backen. Diese Backen passen auch hier auf die Namen drauf. Und ich dachte wirklich, dass das hier, aber die hier sind aus Metall. Und dann haben wir hier ganz normal unsere Bremsbacken aus Metall mit so einem faserverstärkten Stoff bezogen, der das Ganze hier zum Bremsen bringt. Oh, hier ist eine Schraube, die soll nicht rausfallen. Aber vielleicht kann man die ja sogar benutzen. Ich weiß es nicht, mal gucken. Auf jeden Fall, oder vielleicht von einem ganz kompletten anderen Autos, auf jeden Fall hier das Mitteldiff. Sieht auch niegelnagelneu aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich, tipptopp. Hat nicht mal Abnutzungsspuren am Zahnrad. Also, das sieht wirklich niegelnagelneu aus. Guckt euch das an. Ja, schön. Auch, dass noch alles dran ist, hat man weniger Arbeit. So, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ein bisschen blöde gerade, ich habe nämlich noch einen Termin. Dann haben wir hier einmal Ölfilteröl. Ha, das ist ja cool gemacht. In so einer kleinen Tüte. Na, komm, komm mal. Komm schon. Da, für einen Ölfilter. Richtig cool. So, ich habe euch mal ein bisschen näher rangeholt. Dann haben wir hier eine Empfängerbox.
Ich habe leider keine Ahnung. Wie gesagt, Zanderteige hatte ich noch nie. Wir haben hier eine Empfängerbox, dann haben wir hier noch was. Dann hatte ich hier eben noch, wo war das hier, dieser Kasten. Ich weiß nicht, welches Teil wir brauchen werden. Da muss ich mir die Anleitung nochmal genau angucken. Aber auf jeden Fall die An- und Ausschalter dran. Sehr geil. Dann hier auch nochmal eine Box. Ich glaube eher, dass diese Box gebraucht wird. Und das ist von einem anderen Auto. Sieht aus wie Kiosche vielleicht sogar. So ein bisschen. Bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall sieht man aus, als würden wir die brauchen, weil wir hier die Servohalterung haben und hier auch nochmal einmal aus Plastik, einmal aus Alu. Ich glaube eher, dass wir die hier brauchen, weil die geht nicht. Dann hat er noch, richtig stark von ihm, muss ich sagen, wirklich ehrlich, beide Servos drinne gelassen, und zwar die Acer RCS 1903. Ich weiß, dass die bei den Zanderteige-Autos dabei sind. Die sehen beide auch noch niegelnagelneu aus. Und richtig stark. Zwei Servos. Welche Teile wir brauchen, weiß ich noch nicht. Ist das viel. Dann ist hier was drin. Und ich möchte gerne mal kurz hier reingucken. Und ich muss mich beeilen. Mist. Ach, immer diesen Zeitdruck, ey, das ist immer so schlimm, sage ich euch, Leute. Oh, ich sehe da noch was ganz Krasses gerade. Also hier ist wirklich schon viel dabei. Ich glaube, dass wir den Wagen auf jeden Fall wieder hinkriegen. Also das wäre ja wohl gelacht, weil wenn ich hier jetzt zum Beispiel schon die Motorblöcke einmal sehe, beide, das heißt, den Motor bekommen wir definitiv fest. Ich habe hier eben auch schon in dem Schraubenkasten-Set die Motorschrauben gesehen. Dann haben wir hier eine niegelnagelneue, warte mal, ich guck mal kurz gerade, Associated, eine niegelnagelneue Laufbuchse, hier, niegelnagelneu, schön, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie passend zu dem Motor ist, weil die sieht mir ein bisschen klein aus. Dann haben wir hier nochmal Öle eingepackt in so kleinen Mini-Packs, hier auch nochmal wieder so ein Luftfilteröl. Dann hier noch tonnenweise Lenkungsteile, die von dem anderen Modell wohl abstammen. Noch verschiedene Querträger, Glocke, Halter, Belege für die Bremsbacke in der Mitte, Knochen, die wir wohl für die hintere Kardanwelle brauchen. Verschiedene Aluteile, verschiedene Motorblöcke und Halter für die Motorblöcke. Aufhängung für ein Auto, was ich nicht kenne, glaube ich, oder? Für das etwas ältere Modell, ich weiß es gerade nicht. Hier noch der Tankdeckel, ach so, hier ist der. Ich habe mich schon gewundert, wo der hin ist. Dann hier noch eine Motorhalterung, und zwar hier eine ganz andere Art, und zwar komplett, ey, sehr geil, ey, wirklich sehr geil. Noch eine Halterung, noch eine Servohalterung, und dann ist das hier auch schon fast fertig. Hier für den Luftfilter, hier nochmal das Gestänge für die Mitte. Sehr stark, sehr stark. Aber ich will jetzt nochmal wissen, was hier drin ist, weil hier plockert irgendwas drin. Und ich bin natürlich ein sehr neugieriger Mensch und muss natürlich gucken. Ich bin mir, glaube ich, sicher, dass da eventuell eine Batteriebox drin ist. Weil die hätte er mal, die hätte er behalten können. Nee, gar nicht wahr. Da ist ein Empfänger drin. Und zwar ein 40,675 MHz Empfänger. Und zwar ist der hier von Acer. Und das Ding sieht auch noch aus wie nagelneu. Ein 40 MHz Empfänger ist ja mal echt cool zu sehen. Ist natürlich oldschool vom Feinsten. Aber okay. Gut, ich muss das alles so lassen. Wir werden ich muss dieses Chaos hier so lassen. Ein Wahnsinnspaket, wirklich ein Wahnsinnspaket. Allein schon die Süßigkeiten, diese Nettigkeit. Achso, das ist sogar Schraubensicherung, sehe ich gerade. Dieses Paket haut mich um. Hier haben wir auch noch Schläuche drin. Ne? Dann haben wir hier auch nochmal Luftfilteröl in diesen kleinen Packs.
überall Schläuche und Kleinteile und alles Mögliche und hier Befestigung. Ja, wir müssen mal gucken, was wir alles noch brauchen werden. Hier ist auch noch Werkzeug drin, sehe ich gerade. Auch noch mal ein Schlüssel. Wow, was ein Paket. Ich bin wirklich überwältigt. Ohne Witz, also das hat mich umgehauen, Boris. Wirklich mein Dank an dieser Stelle an dich. War ein toller Kauf, muss ich sagen. Und ich fühle mich auch ein bisschen schuldig, dass ich hätte dir den Versand zahlen sollen. Ehrlich. Irgendwie so nachträglich jetzt, irgendwie so, tut es mir ein bisschen leid. Weil das ist wirklich ein super, super, super krasses Paket. Auch für den Spritschlauch alles. Also das Auto es war mir von vornherein klar, dass das nicht komplett ist. Das hatten wir auch so abgemacht. Aber ich werde trotzdem versuchen, Teile für das Auto zu bekommen. Wir brauchen ein Differential für hinten. Ein Differential für hinten brauchen wir. Die Knochen haben wir anscheinend. Dann ist das hintere Differential auch wieder in Ordnung. Dann brauchen wir, oder wir brauchen vielleicht auch noch die Knochen, weil die Knochen hier in die Mitte vielleicht noch brauchen. Wir müssen mal gucken, was ich noch aus dem Projekt habe, ob wir den wieder hinkriegen. Ansonsten bestelle ich die Teile halt eben bei eBay. Dann eine Karo. Da habe ich auch noch ein paar. Mal gucken, ob die passen. Wir werden dieses Auto wieder auf den nagelneuen Chassis aufbauen, habe ich mir überlegt, mit den neuen Sachen. Und dann werden wir den zum Laufen kriegen und dann werden wir sehen, ob wir den verlosen werden. Ja, sieht alles sehr gut aus. Top Auto, wirklich schönes Ding hier. Und ja, mal gucken, wie wir den wieder aufbauen werden. Müssen wir mal gucken. Ich hatte ja noch nie einen Thunder Tiger und das wird ein schönes Projekt. Wann ich das starten werde, weiß ich noch nicht. Wann ich die Sachen bestelle und alles etc. und pipapo. Und habt ihr nicht gesehen, wird noch kommen, muss ich gucken, wie und was. Ich bin froh, dass ich es erstmal habe oder von Boris bekommen habe. Und wir werden dann mal weiter schauen, wie wir das machen. Ne? Ich will da nichts versprechen. Gut, das war's mit dem Video. Danke, Boris, an dieser Stelle an dich für dieses tolle Paket. Und auch nochmal ein Dank von meiner Frau für die leckeren Süßigkeiten. Die werden wir uns natürlich auch schmecken lassen. Danke dafür. Und das war's. Ich bin's, euer Laser. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Erster Crashtest bestanden. Tschüss.